So, Ali, hallo, der Marc von PC Studio Wien hier und die Sarah ist bei mir. Die Sarah ist eine gute Stammkundin schon. Hi, grüß Hallo. dich. Du darfst ja auch ins Video rein, wenn du möchtest oder nicht. Du wirst zwangsläufig wahrscheinlich über den Spiegel irgendwann mal zu sehen sein. Und du bist schon ja öfters bei mir gewesen. Genau. Und deine Besonderheit ist, dass du alles Echtgold-Piercings hast. Ja. Auch mit kleinen Brillanten, das haben wir, glaube ich, angefertigt. Ja, die für dich, Ohren gell? Hier Ja. Ja. Ja, es ist. Ich mache auch einen Septumwechsel noch. Also erstmal, was stechen wir überhaupt bei Sachen? Wir machen heute ein Dave-Piercing mit Migräne-Option, das war schön ausgedrückt, weil ich ja nicht als Scharlatan oder irgendwie, ich kann damit nicht werben, mache ich auch nicht. Ja. Aber vielen hilft es, ich würde sagen, 90% haben keine mehr. Ja. Aber es gibt auch welche, die haben es trotzdem noch. Ja, gut, ja. Die ist halt so. Das ist halt so. Und eben die Frage gerade war an dich, ob du es festmachen kannst, ob es eher links oder rechts ist, dann wird man sich eher die linke oder rechte Seite stechen, aber du kannst, sagst, du kannst es nicht festmachen. Nein. Dann haben wir uns einfach für die linke entschieden, weil es dir einfach da besser gefällt. Genau. Und in der Conch-Piercing stechen wir auch. Einfach so, ohne Migräne-Option. Ja. Gibt's auch nicht. Und dann tauschen wir noch dein Septum auf einen echt goldenen Klicker, den du schon immer gekauft hast. Warum Frage, riechen deine Septum-Piercings? Ganz, also ganz selten. Ganz, ganz selten. Ja, aber bei Echtgold nämlich, weil viele sagen immer, ist, die Septum stinken so. Meine Antwort ist immer, kauft euch Echtgold. Ja. Weil Echtgold ist wirklich so, da stinkt fast nichts mehr. Das ist wirklich das Material. Echtgold ist einfach natürlich eine Preisfrage für viele, aber wenn man es sich leisten kann oder will, ist es schon wirklich geil. Warum macht das dann beim Echtgold so einen Unterschied? Echtgold hat einfach antibakterielle Eigenschaften. Wurde ja auch früher auch für die Wundheilung verwendet, ist natürlich mittlerweile teuer geworden in der Medizin. Deswegen nimmt man es nicht mehr, aber es ist einfach vom Material her eines der besten Materialien. Ja, ja. Ich habe auch Kunden, wenn zum Beispiel mein Kunde ein Piercing hat, wo ewig nicht heilt, ja, und man hat alles probiert, die Progenta, Salbe, Wildfleisch, Anti-Wildfleisch, den Schmuck, den Schmuck, und der kann sich leisten. Ja. Und sagt, was hast du noch als letzte Option? Wenn ich würde es auch als erste Option machen, viele Leute sagen halt 200 Euro für einen Stecker oder 180 gebe ich nicht aus. Ja. Dann sagen wir es auch immer 18, aber wichtig, 18 Karat dann. Ja. 18 Karat Echtgold rein und dann schwupp, ist alles vorbei. Das gibt es wirklich so oft. Ganz früher, als ich noch in München war und so, da hat man, die haben viele Studios nur mit Echtgold gepierst. Also die haben gar nicht, die haben nichts rausgeschmissen. So, wir machen das mit Echtgold. Ja, das will ich nicht hören, tschüss. Ja. Wirklich so. Da hat halt dann ein Piercing damals 100 oder 150 Mark gekostet. Mhm. Was okay war, das ist wie 75 Euro heutzutage. Da hast du aber echt Gold Schmuck dabei. Das ist super. Das ging halt noch, da war der Goldpreis noch nicht so hoch. Mittlerweile wird es halt nicht mehr gehen, weil du halt heute schon bei 150 Euro irgendwo bist, wenn du ein normales kleines Piercing nimmst. Und ja, dann noch Piercing dazu, dann bist du halt lange bei 200, 300 Euro. Also, ich habe Kunden, die waren, wir bieten das übrigens auch an, wenn einer es will, wer kann es dich auch mit echt Gold Schmuck piercen lassen bei uns. Okay. Allerdings muss ich das vorher ein bisschen wissen. Ja? Okay. Nur wegen den Größen. Ich mache jetzt bei den Piercings, du machst keinen wirklichen Sinn, weil du willst es später in den Ringe tragen und so. Genau. Aber wir haben Kunden, die wollen zum Beispiel Maria Tesh Schmuck. Maria Tesh Schmuck kennst du? Ja. Und die sagen, sie möchten es gleich haben. Das machen wir dann, aber die Option, das stechen wir quasi erst mit einem längeren Stab von ihr und dann tauschen wir später den Stab da aus und dann hat die Kunde von Anfang an Tesh Schmuck. Das kommt oft vor. Das ist auch nicht schlecht. Das kann man natürlich direkt so machen. So, ich werde mal das Inner Conch anzeigen. Willst du da später mal einen Ring oder einen Stecker oder irgendwas Spezielles vor? Jetzt haben wir mal da ein bisschen eine Aufnahme, was wir da machen. So. Schön, ich habe mich gefreut, dass ich den Namen heute gelesen habe. Dachte ich, ja, du warst lange nicht da. Ein halbes Jahr oder fast ein Jahr, oder? Ja, ich war in der Pharmaindustrie und da war leider kein Schmuck. Also alles raus. Wirklich? Ja. Wie hast du es dann gemacht? Ja, in der Früh raus und nach Abend wieder rein. Das ist natürlich super mühsam. Aber da bist du ja verrückt. Ohrringe waren erlaubt, oder? Nein. Wie auch immer, rausdrehen und wieder reingehen. Nein, das ist echt. Das hat mich leicht dann das Nerven. Eine Ursache. Ja. Gut, seitdem kannst du hochklappen, das hat keine Lust, genau. Aber der Rest macht mühsam. Wir brauchen bei dir später einen großen Ring. Ich habe geschaut, ob ich noch einen Tick mehr nach außen gehen kann. Nimm das Spiel mal in die Hand. Zur Erklärung, das ist immer so, ich kann natürlich oft noch einen Tick rausgehen, bei dir aber nicht, weil dann komme ich hinten nicht mehr in den Innerkonch durch, dann bin ich nämlich schon in dem nächsten Knorpel drin. Okay. Deswegen muss ich in dem Bereich bleiben. Wir müssen halt dann gucken, dass wir einen Ring finden, der hier drum rum passt. Den gibt es natürlich, ist kein Problem, aber er ist halt ein Tick größer als halt jetzt vielleicht bei einer anderen Kundin, die vielleicht ein anderes Piercing hat. Ja? Okay. Deswegen ein bisschen das bei dir halt zu machen. Aber ist gut, es wird schön. Ja, das schaut sehr, auch mit dieser Kerbe schon, schaut sehr gut aus, ja. Nur als Hinweis.
Und wenn wir den eh wieder irgendwann in Echtgold wollen, sei es als Stecker, als sowieso, irgendwas, immer, ja, können wir es dann machen. Mal schauen, was wir machen. Gut, okay, dann gehen wir rüber auf die andere Seite schnell. So. Und dann schauen wir mal beim Dave. Beim Dave, jetzt ist er drauf. Haben wir ihn erwischt. Hat er gedacht? Es ist im neuen Studio ein bisschen ein Problem. Durch die Offenheit und dass wir halt jetzt auch den Spiegel und alles haben, zwangsläufig ist jemand drauf. Früher, wenn du in dem vorderen Bereich gesessen bist, warst du nicht drauf. Ja, jetzt kannst du draußen in der Lounge warten und dir die 50 Maßregel reinfuttern wieder noch nicht. Ja? Dann kommt die Treppe aber nicht mehr runter. So. Also, na, du könntest es leisten. So, ich ziehe mir die Handschuhe aus, ja, weil ich total unhygienisch bin, dich jetzt damit meinen schmutzigen Fingern angreifen. Ah, okay. Wir brauchen, ich brauche für den Akupunkturfeinde. Das Messgerät, gell? Ja, brauche ich einen Widerstand, der leitet den Handschuh nicht, sonst kann ich den Fuß nicht messen. Ah, okay. Yes. Und deswegen mache ich das quasi so, das Gerät natürlich desinfizieren. Bin immer gespannt, wenn das stirbt. Naja, das wird jeden Tag wird der desinfiziert und ich stehe darauf, das soll ja nicht feucht werden. Ja. Aber kommen wirklich so viele fürs Migräne-Piercing? Jeden Tag war es ein bisschen vielleicht weit raus, aber ich würde sagen, in der Woche, also ich pierce 6 Tage in der Woche, dann 4. Ah doch, okay. Mindestens. Also fast jedes zweite Dave-Piercing ist so. Okay. So. Im Video sagt ihr immer, das würde sich so laut anhören, das hört sich total leise, ne? Na, das ist im Video kommt es voll laut rüber. Das ist sehr motiviert bei dir. Okay. Passt. Das ist gut, aber die Stelle ist auch wichtig zu messen, weil es gibt wirklich manche Ohren, da ist das variiert das so krass. Also ich habe manchmal Kunden, da ist es sehr weit drin. Okay. Teilweise echt brutal schwer zu stechen und der Winkel auch sehr flach. Ja. Bei dir ist es eigentlich jetzt, der untere Punkt ist wie bei einem normalen Dave, was ich so auch... Geht noch mehr? Ja. Jetzt freut er sich noch mehr. Schau, jetzt freut er sich richtig. Jetzt zerreißen sie. Und fliegen alle in die Luft durch. Das ist schon passiert, ja. Gut. Und der obere Punkt ist wie? Auch eigentlich recht normal. Ein Tick tiefer als jetzt bei einem normalen Dave. Der Unterschied, wenn ich jetzt ein normales Dave steche, einfach nur der Optik halber, dann mache ich es so, dass ich einfach darauf achte, dass es schön aussieht. Und bei einem Migräne-Piercing gucke ich, dass wir eben auf diesen Punkten mehr sind. Ja. Weil sonst können wir es im Endeffekt gleich lassen. Ja? Ja. Und das ist quasi halt immer dieser Trade-off. Aber bei dir ist es wirklich optisch kuffikatsch. Okay. Aber es gibt Kunden, wo man einfach sagt, ja, da wird es halt einfach viel tiefer drin sein, sieht dann vielleicht nicht ganz so schön aus wie bei einem anderen. Aber dafür hofft man auf die Funktion. Ja, ich wollte gerade sagen, das hoffentlich funktioniert, ja. Machen wir das Septum am Schluss oder jetzt? Ich glaube, das kommt zum Schluss, ja. Wenn ich es vergesse, muss ich es halt sagen. Vielleicht dann schon. Ja. Hast du irgendeine Präferenz, wo wir anfangen, Sarah? Nein. Nicht? Nein. Was haben wir hier für Schmuck? Kein besprochen. Ja, wieder Nickel bin ich energisch, so wie immer halt Titan. Ja, Titan, klar, ja. Titan, ja. Ja, und das mit Glitzerstein oder ohne Glitzerstein, mit großer Kugel, kleiner Kugel. Das ist eine gute Frage. Ich glaube normal. Einfach, das ist eh nur das erste Piercing. Beim Echtgold werde ich mich dann austoben. Da guckt sich wieder aus, da gibt es wieder Gas. Also dann würde ich sagen, nehmen wir einfach ein normales Titan Labrett für das Ohr. Ja. Von der Kugel, ich würde fast sagen, mach mal die kleine, weil du hast überall Gold. Ich würde es dann gar nicht so betonen, dass man Silber jetzt einmal einbaut. Ja, stimmt. Also mir das vorbei. Zeig dir was. Ich glaube, beim Dave würde ich es mit normalen Kugeln machen. Ja. Beim Interconch weiß ich nicht, ob ich doch eine Glitzerkugel nehme. Weil sie eben, das Metall, das fällt natürlich auch, die Glitzerkugel fällt eigentlich keinem auf, dass jetzt die Verarbeitung rumfällt dann nicht mehr auf. Ja, stimmt. Und wenn man jetzt nur Metallkugeln nimmt, sagt jeder, hey, die hat eine silberne Kugel. Ja, und bei denen sagst du, alles ein Stein. Und dann müssen die Leute erstmal schauen, ach, das ist nicht Roségold. Ja, und so denken sie erstmal, ah, Glitzer, passt, fertig. Ja, dann nehmen wir also doch den so Glitzer, bei dem. Ja. Beim Dave ist wurscht, weil das ist eh gut versteckt. Eine 3mm Kugel mit einem weißen Stein, damit es nicht so krass auffällt mit dem Rosé-Schmuck. So, und dann nehmen wir beim Dave die 3mm Kugel auf und eine Banane mit 8mm. Ablauf ist der. Ringe gehen bei beiden Piercings erst nach 3 Monaten. Das braucht einfach mega lang zum Heilen. In 6 Wochen, wenn wir die dann wieder hier haben. Für den kleineren, gell? Dann werden wir kürzere Stecker reinmachen bei beiden. Ja? Ja. Und den Ring machen wir wirklich stringent erst nach 3 Monaten. Genau, okay. Und wenn du halt, dann müssen wir uns dann unterhalten, dann, das können wir nach 6 Wochen schon mal machen, überlegst, dass du wieder Echtgold nimmst. Mhm. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder was bestellen, weil das wird wahrscheinlich wieder eher spezieller für dich.
Wobei wir mittlerweile seitdem du das, glaube ich, das erste Mal vor drei, vier Jahren gemacht sind. Ja. Anfertigen lassen. Nein, mittlerweile nicht, das ist nicht zu alt. Zwei? Ja, anderthalb Jahre. Mittlerweile haben wir auch mehr mit Brillanten da. Also deswegen musst du durch Maria Tesch und so auch. Aber egal. Also plan aber trotzdem vielleicht eine Vorlaufzeit ein, dass wir beim nächsten Mal nochmal drüber reden, gucken, was dir gefallen würde. Das musst du dann auch haben in 3 Monaten. Weißt du, ärgerst dich, sonst kommst du in 3 Monaten und dann sag mal, oh, Palim, müssen wir nochmal 6 Wochen warten, bis es dann da ist. Ja. Das ist dann schade. Ich würde beim Dave definitiv Maria Tesch Schmuck machen. Ich würde da den Diamond Horizontal Eternity Clicker nehmen. Okay. Da stehen die Steine horizontal, also quasi so raus, dass du sie quasi so siehst. Also sie sind nicht außen am Ring, dann schauen sie quasi nach hinten. Ja, genau. Sondern ist der Horizontal Diamond Eternity, der ist mega. Den habe ich jetzt ein paar Mal hingesetzt. Okay. Den gibt es mit echten Brillis und in Roségold. Ja. Kostet dann so knapp 800 Euro, aber der ist brutal. Also ich habe den auch gibt es auch in Titan von Tesch, da kostet er 70 oder 80 Euro. Okay. Wenn ich den einmal hinhalte, also bei dir hier, das ist vorbei. Wahrscheinlich. Wenn man sich leisten kann, sagst du, es gibt keinen Kanzler. Ja. Will einmal den anderen fertig. Der meine andere ist wunderschön, aber wenn du den echten Billy siehst, das ist unglaublich. Ja, das ist allein bei den Ohren. Für den Feuer hat, das ist krass, ja. Also da weiß ich schon, was es wird wahrscheinlich. Gut, lass uns mal kurz durchgehen, ob wir da alles haben. Yes, 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 das ist alles fertig, dann machen wir noch eine Nadel. Hast du eine Präferenz, wo wir anfangen? Na, wir können gleich beim Date, oder bist du gleich, das sitze ich gleich richtig. Tust du beim anderen auch, ich kann nicht rumlaufen oder den Kopf drehen oder. Nein, ja, machen wir Dave zuerst? Okay, passt. Guti, dann let's go. So. Was hast du in der Pharmaindustrie gemacht? Mit Blutplasma haben wir gearbeitet. Okay. Und was? So rumgespielt, so? Rumgespritzt. Na, für Bluterkrankungen, okay, also cool. Tabletten hergestellt. Bist du Pharmazeutin? Was machst du? Ich habe Chemieverfahrenstechnik gelernt. Cool. Also ich bin so multifunktionell. Aber hast du jetzt Schluss, wenn die Piercings nicht mögen, warst du im Labor dann immer den ganzen Tag, oder? Nein, gar nicht in der Produktion. Okay. War die einzige Frau. Warum musstest du es dann da raustauen? Na, wegen der Reinheitsklasse. Das doch Reinheitsklasse. Also doch wegen, wollte ich gerade sagen, doch ein Sterilraum, ja, okay. Ja gut, da kommst du nicht drum rum, das ist halt einfach mühsam. Das ist, die sind halt dann gnadenlos. Ja. Das ist auch richtig so, weil. Es bringt nichts. Du willst ja da nicht irgendwie was, aber in Wahrheit, ich denke, das Piercing könnte man ja genauso abdesinfizieren, oder? Naja, vor allem, du hast den Mundschutz, Bartschutz, Haube, also... Kann man aber ehrlich, weil ist das nicht ein Scheißjob? Also den ganzen Tag mit dem Zeugs, mit dem Atmen, also ich muss sagen, wir müssen ja keinen Mundschutz tragen, ich trage einen Mundschutz, nur wenn jetzt ich wirklich merke, ich bin irgendwie erkältet oder sowas, möchte aber nicht alle Kunden verabschieden, deswegen mache dann trotzdem was, dann mache ich mal einen Mundschutz drüber einfach, wenn ich husten könnte. Ja, stimmt. Unabhängig davon, dass ich schwarze habe, die sehen mega geil aus. Da muss ich mal ein Video mal zeigen. Sie sind richtig geil, dass die schwarzen Mundschütze. Aber, aber ich denke mir halt, wenn ich den anderen mache, mir reicht es dann wieder, weil das doch so feucht drunter wird, vom Atmen her und alles. Ja, 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 es ist nicht angenehm. Also auch mit den Hauben und so, da bist du doch, also das kriegst du schon fast eine Zulage, oder? Also mir wird das echt, ich wundere, dass ich mir damit arbeiten kann, mehrere Stunden. So. Okay, locker bleiben. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Geht's? Ja. Ja gut, Sarah ist einfach. Wow. Ist okay, ja. Also es gibt Schlimmeres. Für all die Leute, die Angst vor dem Piercing haben, es gibt echt Schlimmeres. Ich sehe es immer wieder in den Videos. Dein Freund zum Beispiel ist schlimmer, oder? Jeder hat seine anstrengenden Tage. Sie hat nicht Nein gesagt, du. Yes. Ja gut, der Maria Teschmuck, das war jetzt, ja. Also den kannst du jetzt schon selber kaufen. Ja, den kann ich mir jetzt selber sparen. Kannst du jetzt sparen, ja. Das ist Eieiei, so ein Fettnäpfchen auch. Ich habe dir eine Vorlage gegeben, mal was Liebes zu sagen. Ja? Oh Mann. Na, Spaß beiseite. Nein. Aber es gibt schon Piercings, die... Aber ich muss sagen, ich habe gestern eine Mädel gehabt, eben die mit der sehr krassen Migräne. Ja. Ich habe kein Video gemacht. Die konnte wirklich sagen, links, rechts und Aura, Migräne und die Migräne, ganz schlimm, alle Arten. Okay. Und die ist wirklich, die war fertig. Richtig schmerzhaft. Aber auch meine Erfahrung ist, also bei Leuten, die das ganz stark haben, kann es oft auch... ist der Punkt dann auch ganz, ganz empfindlich. Das heißt, es ist bei dir gar nichts Schlechtes. Ja. Aber oft, wenn es richtig wehtut, ist es bei den Kunden oft auch dann der Erfolg da. Weil die sind so empfindlich auf diesen Punkten, weil die Migräne eben so stark ist, so ausgeprägt ist, dass der Punkt natürlich auch extrem sensibel ist. Ja, ja, ja. Also es, gut, ich war früher oft schwer krank. Ich habe 3-mal Gehirnentzündung gehabt. Boah. Also da brauchst du auch nicht. Dann lernt man schon mit Schmerzen umzugehen, ne? Ja, da ist Migräne die Nebenerscheinung davon. Echt? Ich habe es mitgefühlt. Darum kann ich da nicht sagen, von wo es kommt.
Das ist so, das ist die Nachwehe von der Gehirnhautentzündung, ne? Naja, gut. Dann darf ich mal kurz zeigen, wie das jetzt aussieht. Das ist schon da. Schön geworden. Du darfst in den Spiegel schauen, ja. Ist das überhaupt? Ja, ich hoffe. Uff, das sehe ich schon wieder. Dafür haben wir natürlich Marx. Geht das jetzt? Oh ja, sehr schön. Im Spiegel sieht man sehr, sehr schön. Ist cool, oder? Ja, schaut sehr gut aus. So viele Jahre, wo die Leute immer nicht die Business gesehen haben, den Dave. Ich habe eben schon jetzt gewesen gehabt, dass ich mir so einen Friseurspiegel mal gekauft. Ja, Sie haben es nicht gesehen, ja. Ja, es ging vom großen Spiegel, aber auch von einem großen Spiegel kommt mir vor, die meisten Leute stehen dann da wie der Ochs vom Berg und es ist wirklich auch, ich muss zugeben, auch wenn man es nicht gewöhnt ist, sich regelmäßig, ja. Dann siehst du nicht. Ja, und mit diesem Friseurspiegel ist es geil, weil der so groß ist, ja, genau. Auf dem Punkt, da siehst du es wirklich sofort, genau. Aber auch in dem tust du echt schwer, das zu sehen dann. So, dann machen wir weiter. Genau. Ich habe noch mal kurz sterile Handschuhe gewechselt. Weil ich natürlich jetzt die Kamera angefasst habe, das ist die kurz eine Unterbrechung, ja. Richtig zu verzeihen. Und dann machen wir den Innerkopf mit den Glitzersteinen 3 mm und dann sind wir eigentlich fertig. Ja. Genau, haben wir es wieder geschafft. Heute machen wir das. Genau. Was ich dich hier fragen wollte, auf was kommt das eigentlich an, ob Wildfleisch kommt oder nicht? Ist das so? PP, persönliches Pech. Ah, also, okay. Also andersrum, bei mir, bei meinen Kunden. Okay. Weil ich sagen kann, ich mache alles anders als richtig drumherum. Ja, eben, ja. Also 99% von Wildfleisch kommt durch falschen Schmuck. Das heißt nickelhaltigen Schmuck, also Chirurgenstahl. Okay. Das wird leider Gottes bei ganz vielen Studios nach wie vor gemacht. Ja. Weil es einfach günstiger ist, vielleicht viele sich auch beim Einkauf verarschen lassen. Ja. Oder bei so dubiosen Quellen kaufen. Keine Ahnung was. Aber das ist zu 99% an der Schmuckwahl. Also wo man kauft, beziehungsweise welches Material es ist. Das war's. Ja. Und dann, der zweite Punkt ist falsche Pflege. Sprich zum Beispiel Octenesept. Octenesept ist knorpeltoxisch. Das Hydrochlorid, was da drin ist, trocknet total aus. Das fördert natürlich Wildfleisch. Wirklich? Okay. Ja. Dritter Punkt, falscher Schmuck an sich, zum Beispiel Ringe. Ringe haben eine ganz starke Spannung auf dem Stichkanal, auf dem Wundrand. Das fördert auch wieder Wildfleisch. Deswegen auch nicht zu früh einen Ring rein. Aha, wenn ich dir also ins Dave, könnte ich dir schon nach 6 Wochen einen Ring reinmachen. Ja, ja. Die Chance auf ein Wildfleisch steigt dann so immens, dass du eigentlich mit 90% Wahrscheinlichkeit ein Wildfleisch kriegst. Mhm, weil der Druck auf dem Ring, am Knorpel, an den Wundrändern so stark ist, dass das Wildfleisch kommt. Ja, ja. Da können wir eigentlich die Uhr danach stellen. Wenn ich jetzt geschäftstüchtig wäre, würde ich das allen Leuten nach 6 Wochen reinmachen. Dann wüsste ich, die kommen mir nach 3 Wochen wieder. Dann wird man wieder einen Stecker reinmachen, eine Anti-Wildfleisch-Disk verkaufen, nochmal Spray und Gel, hin und her, hoch und runter. Und dann würden sie nach ein paar Monaten nochmal einen neuen Ring kaufen, dann wären sie glücklich und alles wäre zufrieden. Und dann würde die Kasse klingeln. Und dann ist es viel zu blöd. Ich hab halt auch keinen Bock drauf. Also ich helfe jedem Kunden, der das hat. Ja, aber ich tue wirklich mein Bestes, dass es nicht kommt, weil das ist einfach nur ungut. Das heißt, wenn du mit Ring stichst, ist das eigentlich schon vorprogrammiert. Ja, und wenn ich den Ring zu früh wechsle, auch fix. Okay. Deswegen kommt auch oft wenn die Leute nach 6 Wochen beim Conch mit, wechsle ich Ringe, dann klappt es meistens. Ja, und da gibt es 1% von Kunden, die Wildfleisch haben nach ein paar Tagen. Okay. Oder ein paar Wochen. Ja, ja. Das ist so. Beim Septum kommt es zum Beispiel gar nicht vor, weil es Schleimhäute sind, die vertragen das gut, wo wir von Anfang an mit Ring stechen. Beim Nasenpiercing mit Ring, 40% kriegen es. Aber wir machen trotzdem, weil die Prämisse, mit Ring zu arbeiten, ist halt einfach schön. Also viele Leute wollen Nasenpiercing mit Ring. Ja. Da ist das Risiko überschaubar. Nur bei einem Conch oder bei einem Dave oder bei einem Antihelix würde ich das nie mit Ring machen. Okay. Ich habe schon Leute deswegen rausgeschmissen. Wirklich? Weil sie wollen so lange diskutiert haben mit, ja, ich möchte einen Ring, ihr möchtet einen Ring. Dann habe ich gesagt, ich mache es aber nicht. Ja, der andere macht es da unten, sage ich, dann gehst du dahin. Ja, genau. Dann weil ich, wenn ich was wirklich weiß, was einfach Blödsinn ist und ich es mache, das grenzt für mich an Betrug dann. Ja. Und deswegen machen wir es dann nicht. So, dann tun wir noch den Ding wechseln. Genau, einen Nasenring. Also du hast jetzt eigentlich die besten Chancen, kein Wildfleisch zu kriegen. Hast du jemand eins gehabt bis jetzt? Ja, ich habe oben dieses Diagonale. Aber war das benutzt? Nein. Okay. Und da habe ich dann da oben Wildfleisch gekriegt. Gut, man kriegt es auch. Also oft, ich habe viele Piercing Fails, wo sowas passiert, wo der dann zu mir kommt und dann macht es halt so. Dann tun wir einfach mal kurz das Piercing raus. Okay. Machen ein Titan-Piercing rein, machen ein Anti-Wildfleisch-Test drauf, behandeln das, nehmen dann Hondolin, Spray and Gel oder auch mal die Progenta-Sache mit Cortison, wenn es wirklich ganz schlimm ist. Okay. Und dann geht es auch wieder weg. Also dann kriegt es einen Griff. Okay. Wenn man früh genug kommt. Ich habe teilweise Kunden, die kommen, da haben ein Jahr lang Wildfleisch, das ist schon richtig ein Keloid, das ist schon richtig verwachsen. Man kann es dann ist vorbei. Aber das geht von selber, wenn man das Piercing raus und wieder weg? Ja. Okay.
Also nicht, also, dass das dann bleibt. Außer das, also ich habe eine Kundin oder zwei gehabt, die hatten so richtig, also wirklich wie einen kleinen, also wie eine Fingerkuppe. Die ein Video habe ich, glaube ich, gesehen im das Ohr. Das geht nie mehr weg. Okay. Das geht nur weg, wenn du infiltrierst, also mit Cortison bei einem Arzt, dann einem Dermatologen, der dir das macht. Okay. Über Monate kann es dann dich zurückbilden. Aber von selber wird das dann nicht mehr weggehen. Ja, ja, ja. Aber das schon mit der Nase gehabt, den Ring? Ja, ja, den haben wir schon gemacht. Dann vergewaltigen wir den von morgen. Nein, nein, nein. Ich habe nur wegen der Arbeit eben. Du hast dann quasi einen eigenen Tresor quasi. Ja, ja. Wir sind Tresor. Zu Hause, mit meinem echt, echt Schmuck. Passt, das war's. So, Sarah, fertig? So, das war's. Sehr schön, sehr schön. Von der Pflege, du weißt es eh. Brontolin, Spray und Gel hat sich nichts geändert. Darf ich noch mal kurz ein Septum zeigen? Sieht nämlich auch schön aus mit dem kleinen Ring. Fällt mir auch gut. Und da das Inner Conch, schön gestochen. Und da drüben eben das Dave. Noch einmal kurz einen Rundumflug um dich, einmal um die Sache herum. So, Pflege wisst ihr eh, oder du, ich erkläre es trotzdem nochmal, wenn das Video läuft. Wenn das Video läuft, möchte ich es immer nochmal sagen, für den, der das erste Mal das Ding anschaut, sowas von uns. Wir nehmen bitte Brontolin Spray und Gel. Erster Schritt ist, dass man sich die Hände wäscht, desinfiziert. Dann nehmen wir Brontolin Spray. Mhm. Den sprühst du wie gewohnt auf die Stelle außen drauf. Lass den 30 Sekunden einwirken. Bitte beim Dave, beim Innerconch vorne hinten einsprühen, ja, einwirken lassen. Dann nimmst du wie gewohnt, das kennst du von früher, eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht. Wisch dann feucht das Piercing einfach mit der Küchenrolle nochmal ab, machst die Mundfrüsten weg, dass es gereinigt ist. Ja. Zum Schluss nimmst du Brontolin Gel, das ist das hier, da ist so eine Rasierspitze dran, die bitte aufschneiden, dann einen Tropfen auf den Finger geben und einfach dünn einschmieren. Okay. Auftupfen vorne, hinten, Stabe bewegen, beim Dave die Banane bewegen und du bist fertig. Ab wann kann ich es bewegen? Heute Abend rein, deutlich, wenn du motiviert bist. Okay. Wir machen das 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, dass wir es nicht vergessen haben. Ja, ja. Duschen, Haare waschen, Sport ist morgen erlaubt. Ja. Haare färben wäre 6 Wochen nicht erlaubt. Und Solarium, Dampfbad, Sauna bitte 3 Wochen nicht. Okay. Und wenn es leer werden sollte? Kommst du zu mir, brauchst du was. Okay. Aber das schaffst du eigentlich nicht in der Zeit. Dann nimmst du eigentlich zu viel. Okay, aha, okay. Hauben und sowas kannst du aufsetzen. Bitte aufpassen, halt einfach vorsichtig hoch und runterziehen, dann ist es generell auch kein Problem. Okay. Und ja. Echt gut, Schmuck können wir beim nächsten Mal reinmachen, wenn wir jetzt bei normalen Sachen bleiben, wenn wir auf Ringe wollen, müssen wir einfach diese Zeit noch machen. Ja, wir haben ja keinen Schmuck. Das ist das, haben wir nicht wirklich. Gut, Sarah. Sehr schön. Noch Fragen? Wunschlos glücklich. Dann danke dir fürs immer wieder kommen. Danke, danke. Dass du eine tolle Kundin bist und euch danke fürs Zuschauen. Danke nochmal fürs Video. Danke. Tschüss, ja. Papa. Servus. Tschüss.